Nicht zum Lachen, das ist doch lustig. Ja, aber das hat sich auch nicht nochmal so ein Strich. Und nach unten. Ja, weil viele machen den drauf und auf die Augen. Mindestens 30 Sekunden lang muss das auch gehen. Jetzt wird mein Reitsport-Channel auch ein Beauty-Channel. So stylisch. Das wird ja durchsichtig. Ja, ja. Nö, nee, da bleibt so. Ein bisschen Lidschatten, ein bisschen Augenbrauen. Doch, aber die hat Wimperntusche. Du hast ja keine Fake-Wimpern. Nee, das ist. Weint jetzt schon? Nee. Das ist sobald deine Brille ab ist. Hä? Fängst du an zu weinen? Mhm. Ist ja traurig. Strengt halt die Augen an. Boah, sieht gut aus! Das sieht geil aus. Tausch die Farben einfach oben und ein bisschen. Bist du da vor der Hausflasche? Ja.
dann machst du das nochmal richtig still. Dann halt das. So. Auch wenn du zum Zug kannst du mal mit dem machen. Startnummer 501 vom Landesverband Rheinland, Sarah Röcker und PM Check Red Revolution. We'll be right back.
Guten Abend. Ich melde mich heute nochmal bei euch, weil wieder bei dem unvorteilhaftesten Licht, das es gibt und abgeschminkt und mega müde und so weiter. Heute war Pleasure-Tag. Habe ich ja euch wahrscheinlich dann schon eingeblendet. Lisa und Foxy sind eine super schöne Jugendpleasure geritten, aber da hat es halt nicht fürs Semifinale gereicht. Lisa ist ja ein paar Mal nur geritten irgendwie. Eigentlich häufiger auf dem Turnier geritten als zu Hause. Daher war das super. Also das war die beste Pleasure, die die zwei bis jetzt hier zusammen geritten sind. Danach hatte ich direkt meine Pleasure. Das heißt, Foxy war den ganzen Tag halt relativ lange dann schon unterm Sattel. Wir haben immer wieder ganz viele Schrittpausen gemacht und sind auch abgestiegen. Und dann stand er auch mal so rum. Und dann bin ich die Pleasure geritten. Da lief er echt. Also es hat sich nicht ganz so gut angefühlt, aber ich habe es dann auf der Kamera gesehen und fand, dass das eigentlich recht gut war. Okay, da ist irgendwas umgefallen. Richtig Stuhlkonstruktion. Ja. Und dann bin ich aber von 3 Cuts sogar ins Semifinale gekommen. Also die Besten aus den 3 Abteilungen sind dann in so ein kleines Finale gekommen, sage ich jetzt mal. Von 49 waren es dann 20 oder 19. 19 waren es dann. Also bin ich quasi Top 19 gekommen. Und dann war Foxy eigentlich auch ganz gut. Nur dann musste er einmal äppeln und ist mir einmal ausgefallen. Das hat ein Richter gesehen. Ja, das war natürlich dann teuer. Und wir sind 18. geworden jetzt insgesamt. Und 12 kommen ins Finale. Aber ich bin trotzdem super zufrieden. Von 49 sind wir 18. geworden. Und der Foxy ist ja jetzt nicht extra für Pleasure gezogen. Und alle Pferde, die im Finale sind, sind eigentlich halt auch für die Pleasure gezogen. Einige gefallen mir echt gut, wie sie sich bewegen. Andere so gar nicht. Aber Pleasure ist halt dann Geschmackssache. Apropos Geschmackssache, wir waren eben lecker essen. Was eine Überleitung. Oh, ich bin so gut. Es war richtig, richtig lustig mit den Leuten, mit denen wir essen waren. Es war eine richtig lustige Runde. Wir sind alle satt. Und dann sind wir nach Hause gekommen, sage ich jetzt mal, hier auf unseren Campingplatz. Ja, und dann war das halbe Vorzelt weggeweht, weil es gestürmt hat und dann war alles nass und es hat geschüttet wie aus Kübeln. Dann haben Mama und Lisa das Zelt noch von außen wieder gerichtet und sind dann richtig nass geworden. Aber jetzt ist einigermaßen alles so, dass wir es morgen aufräumen können. Nur hat unser Kühlschrank ist umgeflogen und da ist irgendwie jetzt Milch ausgelaufen, da müssen wir morgen mal putzen. Dann waren Lisa und ich noch bei den Pferden, haben die noch gefüttert und geguckt, ob alles in Ordnung ist. Und jetzt sind wir wieder hier im Wohnwagen. Und klar, jetzt wo alles fertig ist, hat es aufgehört zu regnen. War ja klar, aber egal. Morgen haben wir dann einen freien Tag. Ich habe dem Foxy heute nochmal die Zöpfe rausgemacht, weil die nicht mehr so ganz schön waren. Und nach der Pleasure hatte ich ihn abgespritzt und habe ihn wälzen lassen. Sieht also jetzt aus wie ein Schweinchen. Hi. Das heißt, morgen wird er dann nochmal gewaschen und nochmal neu eingezöpfelt für die Horsemanship am Dienstag. Und morgen wird ein bisschen Horsemanship trainiert. Ja, wenn das Wetter morgen schön ist, wollte ich mal versuchen, euch morgen den Anlagengrundgang zu filmen. Da habe ich morgen ein bisschen Zeit für, hoffentlich. Sonst gucke ich mal, ob das... Boah! Ich sollte aufhören zu reden.
Sonst gucke ich, ob ich das euch am Mittwoch drehe oder mal gucken. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich das drehe. Ja, ich habe mich.